Ja, aber hallo und sowas von, gerade so. Und damit, na, herzlich willkommen zurück zu Mafia 3. Wir sind wieder am Start mit unserem Freund Lincoln Clay. Irgendwie wollte das so nicht werden. Jetzt werde ich mir, jetzt werde ich langsam gleich auch pissig, weil wenn ich ehrlich bin, will ich das jetzt gerne mal auf die Reihe bekommen. So, wir müssen auf jeden Fall nochmal die Kollegen da ausschalten. Das hoffentlich schaffen wir diesmal. So, die Frage, kann ich da runterfahren? Weil das würde mir ersparen. Das würde mir... Eieiei, aber es hat geklappt. So, wunderbar. Das hat jetzt ein bisschen... Rums. Aber wir haben es ja gepackt. Wenn ich diese Fahrstrecke nicht mehr wieder nehme. Bloß jetzt keine Cops irgendwie... unnötigerweise anlocken. Wir müssen den Typen da befragen. Wie gesagt, irgendwie müssen wir es auf die Reihe kriegen. Ich schalte mal die Cops gerade ein bisschen aus. Schaff mir die Bullen in Barclay vom Hals. Verstehe. Was liegt an? So. Was soll oder meinte ich, soll mich nicht. Ich würde das gern für dich erledigen. Hallo? Jetzt wirst du bezahlen, du Penner. Ich sehe ihn! Nein! Oh Mann! Da kam doch noch einer. Das ist doch nicht zum Kotzen gerade. Wieso überlebt denn immer noch einer? Ich habe alle Vorkehrungen getroffen und alles um und dran und einer versaut's mir dann am Ende doch noch. Oh, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Wieso kriege ich die nicht runter? Und ich darf schon wieder dahin rennen. Hast du gehört? Hast du gehört? Irgendwie hat er mich heute echt nicht gern. Irgendwie mag der mich heute überhaupt nicht. Oh oh. Dreh dich um. Aua. Heute gerade irgendwie nicht meins. So, wir filmen wohl nebenbei unserem Adrenalin auf. Und jetzt geht's mir auf den Sack. Jetzt hole ich mir die Typen nämlich. Jetzt wird's Problem. Jetzt haben sie ein kleines Problem. Komm, einfach ruhig lassen. So, wir machen jetzt mal die Cops weg. Und wir stellen die Telefone stumm. Scheiße! Das Arschloch hat sich festgenagelt! Wir bleiben nicht
So, jetzt holen wir uns die Jungs. Ja, geh mal in Deckung. Scheiße, der Vermannte kommt hier. Ich habe keine Waffen mehr gerade. Kotzen gerade. Ich hab den schön erwischt, den Typen. Der entkommt mir nicht. Irgendwie will das gerade. Hau ab, Mann! Oh, ja, fahr doch schon langsam um die Kurve. Ja, ja. Ich glaube, wir wollen. Ich habe Problem, ich habe keine Waffen mehr. Ich kann die Auto. Da muss der ja mal stoppen, Alter. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt die ganze Zeit jage. Och Mann. Weil man dann irgendwie noch die ganze Zeit da in Ruhe sein Leben chillt. Alter, bist du wieder dauernd, bist du wieder eingeholt. Das kotzt mich gerade. Mach deine Mühle da weg, Alter. Nicht so blöd. Ich muss den immer vernünftig erwischen. Da, irgendwie muss ich den. Aleco mio, Alter, ich hasse sowas. Ah ja. Dann ist er weg. Nimm deine. Oh Mann, mach doch noch langsamer. Nicht wirklich, oder? Der ist jetzt Kilometer weit weg, oder was? Kotzen gerade. Sag ich den Typen jetzt die ganze. Oh Mann, mach doch! Mach doch noch langsamer, ey! Ja, zwar hat sich eilig, aber den brauchen wir nicht hinter mir.
Arsch, Alter. Was ist das für eine Mission, ey? Oder hast du so Leute dabei? Sorry, aber so Leute gibt es echt wirklich im Straßenverkehr. Die dann wirklich 5 Stunden brauchen, bis die dann irgendwann mal abgebogen sind. Aber das wäre ja zu einfach. Wenn der Informant ist eh weg, glaube ich. Mann, fahr doch, Alter! Ich glaube, der Informant ist eh weg. Hab ich so das Gefühl. Vorsicht, Platz da! Hey, pass auf! Ja. Yeah. Wo ist da das Problem? Ist jetzt bei den Leuten nur? Das ist das allererste, was Mr. Santini einem einbläut. Wir versuchen niemals, die verfluchten Züge entgleisen zu lassen. Fusch an den Signalen. So, und irgendwann ist auch mal gut. Jetzt hole ich mir nämlich meine Unterstützung. Ich brauche ein paar Schützen für ein Ziel in Barclay. Muss nicht weiterreden. Bin schon unterwegs. Ich gehe in Deckung! Achtung an alle Einheiten im Umkreis. Wasser mit einer Schusswaffe in Barclay vom Hals. Die Augen auf. Totes Arschloch auf 12 Uhr. Er ist da. So sterbe ich nicht. Nicht so. Oh mein Gott, mach doch länger. Alles easy, das war klasse. So, du willst mich also, wolltest mir gerade so entkommen, du Arsch. Du erzählst mir jetzt alles über Santinis Schmugglerring. Mr. Santini hat ein paar mickrige Waffengeschäfte durchgezogen. Ich weiß, wo er das Geld versteckt hat. Dann hau dann mal aus. Du komm. Unterstehst mir. Warum Santinis Geldversteck aus? Okay. So hätte es nicht enden müssen. So, perfekt. Wunderbar. Dann machen wir das jetzt hier aus. Au revoir. Dankeschön für die Hilfe. Das war sehr nett. So, ein bisschen Kohle einsammeln tun wir jetzt auch noch. Das ist aber $500 gewesen. Ich räume jetzt gerade mal hier auf. Was für eine Mission, ey. So. Und den letzten Teil der Mission, inklusive des nächsten Bossfighters wahrscheinlich, werden wir dann im nächsten Part probieren.